Es muss schnell gehen. Das Deutsche Rote Kreuz schickt von Berlin aus ein ganzes Krankenhaus auf den langen Weg nach Jordanien. In dem Hospital sollen dann Vertriebene aus Syrien behandelt werden. Internationale Helfer errichten gerade ein neues Flüchtlingslager nahe der Grenze zu Syrien. Es wird ein Camp aufgebaut, ein Flüchtlingslager mit ca. 130.000 Personen. Für diese 130.000 Personen besteht zurzeit keine medizinische Versorgung. Soweit ist das Krankenhaus lebensnotwendig für die Flüchtlinge. Je schlimmer der Bürgerkrieg in Syrien, desto größer die Anlaufstellen für Flüchtlinge in den Nachbarstaaten. Allein nach Jordanien haben sich mehr als eine 500.000 Syrer gerettet. Das Land ist mit diesem Ansturm überfordert, auf internationale Hilfe angewiesen. Das Deutsche Rote Kreuz fürchtet, die Zahl von Flüchtlingen wird weiter zunehmen. In Syrien gibt es inzwischen weit mehr als 4 Millionen intern vertriebener Menschen, Menschen, die oft mehrfach vertrieben sind, aber eben auch mehr und mehr Menschen, die über internationale Grenzen in die Nachbarländer geflohen sind. Und für all diese Menschen ist die Situation sehr dramatisch. Schon in gut einer Woche sollen erste Teile des Krankenhauses stehen, die medizinische Versorgung anlaufen. Die Mission ist auf ein Jahr angelegt, aber die Helfer glauben, ihr Einsatz könnte weitaus länger dauern.